In diesem Video geht es um Streckung, Strahlensätze und Ähnlichkeit. Dabei sollten dir die Begriffe Parallelität, geometrische Abbildung und Abbildungsvorschrift etwas sagen. Bei der zentrischen Streckung habe ich dir mal eine Abbildung gemacht. Das Blaue ist die Originalfigur und das Grüne und Rote sind die Kopien. Es gibt zwei Strahlensätze. Der erste Strahlensatz beschäftigt sich mit den Streckenabschnitten und deren Verhältnissen zueinander. Der zweite Strahlensatz beschäftigt sich mit den Parallelen und deren Verhältnissen zu den Streckenabschnitten. Die Begriffe Kongruenz und Ähnlichkeit. Zwei Figuren sind zueinander kongruent, wenn sie dieselbe Form und dieselbe Größe aufweisen. Das heißt, diese beiden blauen Rechtecke würden aufeinander passen. Ähnlich sind Figuren, wenn sie eben nicht gleich groß und nicht dieselbe Form haben, aber dieselben Winkel- und Seitenverhältnisse. Bevor wir uns konkrete Aufgaben vornehmen können, müssen wir jetzt erstmal die Grundlagen klären. Bei der zentrischen Streckung siehst du jetzt hier dreifarbige Dreiecke, wobei das blaue die Originalfigur ist. Es gibt jetzt hier die Ecken A, B und C. Und wenn du Geraden durch diese Ecken jeweils und durch das Streckungszentrum S ziehst, bist du eigentlich schon halb fertig. Jetzt kommt es noch darauf an, wie der Streckungsfaktor K angegeben ist. Wenn du jetzt ein Geodreieck hier bei S anlegst und die Strecke misst zwischen S und A, zum Beispiel hier 2 cm, und das multipliziert mit dem Streckungsfaktor ergibt 4, dann musst du diese 4 cm nur noch von S auf der Geraden in die rechte Richtung, also in Richtung Urbild, abtragen. Die Ecken bezeichnest du dann mit einem Strich an dem Ausgangspunkt, also A', hier C' und hier B'. Dann bist du dort schon fertig. Wenn der Streckungsfaktor K größer ist als 0, dann liegt die Abbildung auf derselben Seite von dem Streckungszentrum wie das Urbild. Ist K aber kleiner als 0, also wie hier zum Beispiel minus 0,5, dann liegt die Abbildung auf der anderen Seite des Streckungszentrums. Also hier zum Beispiel 2 cm von S bis A multipliziert mit minus 0,5 ist minus 1 cm, also in die andere Richtung als das Urbild gezeichnet ist dann hier. Schauen wir mal auf die Strahlensätze. Der erste Strahlensatz guckt sich wirklich nur das Verhältnis der Streckenabschnitte auf dem ersten Strahl zu dem Verhältnis der Streckenabschnitte auf dem zweiten Strahl an. SA, also das rote, im Verhältnis zu SA' ist genau gleich SB bis SB'. Das funktioniert aber nur, wenn diese Geraden zwischen A und B und A' und B' parallel zueinander sind. Der zweite Strahlensatz guckt sich mehr diese beiden parallelen Geraden, die ich gerade angesprochen habe, an. Wenn diese beiden Strecken zwischen A und B ins Verhältnis zueinander gesetzt werden, dann sind sie gleich SA bis SA' bzw. SB bis SB'. Was du damit machen kannst, wird erst konkreter, wenn wir uns die Aufgaben dazu angucken. Jetzt wirst du dich fragen, hä, ja, was soll ich damit? Aber du wirst sehen, es ist ein sehr, sehr wichtiges und mächtiges mathematisches Instrument, um unterschiedlichste Dinge in der Natur zu berechnen. Kongruenz und Ähnlichkeit. Hierzu habe ich dir 10 Figuren aufgemalt und daran erkläre ich dir ganz kurz, was Kongruenz ist und was Ähnlichkeit ist. Kongruent sind zum Beispiel die beiden Figuren F1 und F6. Dabei verwendet man als Zeichen für Kongruenz zwei parallele Striche. Bei Geraden bedeutet das parallel, bei Figuren bedeutet das kongruent. Außerdem ist hier kongruent noch F5 zu F3. Kongruent sind also alle die Figuren, die dieselbe Form und dieselbe Größe haben, die also exakt aufeinander passen. Ähnlich wiederum sind Figuren, die nicht unbedingt gleich groß sind, die aber dieselben Winkel und dieselben Seitenverhältnisse haben, wie zum Beispiel hier F1 und F9. Diese beiden passen zwar nicht direkt aufeinander, aber F9 könnte das Ergebnis einer zentrischen Streckung sein. Als Zeichen benutzt man hier so eine Schlange. Schauen wir uns nochmal die anderen Figuren an. F2 und F3 haben miteinander nichts zu tun, weil F2 ist ein Sechseck und F3 ist ein Fünfeck. F10 und F1 haben auch nichts miteinander zu tun, weil F10 hat andere Winkel und andere Seitenverhältnisse als F1. Aber F1 und F9 haben wir schon gesagt. Und F9 und F6, weil wenn F1 und F6 kongruent sind, dann ist F9 und F6 genauso ähnlich zueinander wie F1 und F9. Ansonsten haben wir hier noch als kongruent F4 und F8 und als ähnlich F4 und F7. Weitere Aufgaben zu dem Thema findest du hier. Klick dich doch aber auch mal durch unser Lerncenter, da haben wir alle unsere Videos nach Themen und Klassen gegliedert.